Hallo zusammen, liebe Greenie-Freunde. Ich bin gerade in Palma Nova und ja, gehe gerade die einzelnen Greenie-Garten-Tower durch. Also ihr seht, in was für einer Pracht die Pflanzen alle stehen. Wirklich traumhaft, absolut traumhaft. Hier natürlich Greenie Water, auch alle parat. Und hier nochmal mit den ganzen Auberginen oder auch Zucchini, alles was so gerade wächst, angebaut ist. Der Thebel, auch hervorragend. Und schauen wir uns noch ein paar Erdbeerchen an. Das ist hier der Farming, das Farming-Konzept. Hier sieht man schön, wie die Blüher alles sind. Also wirklich traumhaft, was man hier alles zu sehen und zu entdecken bekommt. Und hier haben wir den Pflanzen Erdbeertower. Ich habe vorher schon eine Erdbeere stibitzt. Christian hat es mir genehmigt. Also wirklich sehr, sehr geschmackvoll. Auch hohen Wasseranteil. Sehr lecker. Hier haben wir Minze. Super. Oh, wie lecker die Minze für den Tier oder auch für den Salat hier, das wir bekommen. Ja, was dementsprechend alles abrundet. Jetzt sieht man mal schön auch die großen Formen, wie die parallel gedruckt werden von diesem Biopolymerstoff. Ja, alle Drucker gerade in Arbeit. Die einen machen die untere Schicht, die anderen sind schon bei den größeren Formen, gerade fürs Wasser, den Wasserbehälter beim Tank hier unten, auch gerade in diesem Filterteil oder hier oben gerade, sind diese Drucker permanent in der Arbeit und produzieren die Greenies. Ja, ich bin schon wieder, jetzt bin ich im Außenbereich, wo die ganzen Outdoor-Greenies stehen und ihr seht, was für ein Gemüse-Salat-Dschungel hier herrscht, also wirklich ein Genuss. Ich habe einige Kräuter und Gewürze hier vorher schon probiert und ob das dann auch vom Fenchel war oder auch asiatische Salate, wirklich sehr, sehr schmackhaft, kommt man fast nicht mehr durch. So groß sind diese Blätter hier. Guckt euch das an, wie dick diese Blätter hier sind, aber auch dieses Blatt richtig fest. Wirklich auch hier Eichblattsalat, sehr schöner Salat. Hat man gleich Lust auf das Abendessen. Die Sonne geht schon langsam unter. Hier haben wir Chilischoten, Tomaten. Wunderschön alles hier, wie es blüht und gedeiht. Natürlich hier zum Trocknen selber anziehen. Ah, das hatte ich ja vorher schon angesprochen. Hier Fenchel, sehr, sehr würzig auch. Guckt euch das an, wie traumhaft hier dieser Dschungel gedeiht. Und ja, den Menschen einfach auch eine Unabhängigkeit mit allen Pflanzen, Sekundärstoffen, Mineralien. Also die Wirkstoffe sind hier um ein Vielfaches höher wie in der normalen Landwirtschaft. Und ja, das ist einfach die Zukunft. Ja, viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.